Summer Breeze 2023 EMP Backstage Club Area und bei uns der Head eines Tages heute in Extremo. Applaus bitte! Hallo, hallo. Wie war denn euer Festivalsommer bis jetzt? Habt ihr Spaß gehabt? Ja. Ja, wir hatten enorm viel Spaß. Es läuft Bombe. Auch wir sind meistens vom Wetter verschont geblieben, was die eine oder andere Band ja auf dem Festival schon eingeholt hat. Bei uns kommt immer die Sonne raus und alle sind happy und alles ist trocken. Und also bis auf also auf Deutsch gesagt, uns scheint es auch manchmal aus dem Hintern. Ja. Nee, wie Specki sagte, so, man kann mal praktisch nur auf Holz klopfen, jetzt mal auf Metall. So, wir sind dann immer gut gesegnet mit dem Wetter und wir haben echt mega Spaß und total gute Resonanzen. Mehr geht eigentlich nicht. Absolut korrekt. Jetzt hatte ich mich drauf gefreut, euch Weihnachten noch schön auf Tour zu sehen, aber die Tour wurde ja geschoben. Warum denn das? Na, die Hauptaufmerksamkeit liegt im Moment auf dem neuen Album. Wir haben viele Festivals und viele Burgenshows. Wir spielen auch noch etliche Burgentouren jetzt diesen Sommer und wir müssten praktisch immer zwischen den Wochenenden ins Studio und wieder am Album weiterarbeiten, wo wir gesagt haben, ey, erstmal sind wir keine 20 mehr und zweitens soll das Album einfach saumäßig gut werden. Haben wir gesagt, dann schieben wir das Album einfach ein kleines bisschen nach hinten, hauen eine mega Platte nächstes Jahr raus, wahrscheinlich im April und schieben somit auch die Tour. Ja, und dann gibt es natürlich noch einen anderen Aspekt. Wir sind den ganzen Sommer unterwegs, endlich wieder. Und unterwegs und zwischendurch, wie Specki sagt, das Album machen. Und wir nehmen uns einfach die Zeit und die Arroganz, einfach das mal 3 Monate da hinten zu schieben und fertig. Wie ist denn aktuell der Arbeitsstand? Wie viel ist denn schon fertig? Also wir sind ziemlich weit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wir haben 9 Songs jetzt im Kasten und brauchen so 14, 15, eigentlich 17, um dann nochmal 2 rauszuschmeißen, um am Ende 12 auf dem Album zu haben und 3 B-Seiten. Dann nehmen wir 11. 11. 11. Und einen für die EMP-Edition natürlich, ne? Ganz genau. Du kriegst 2. Du kriegst dieses Jahr 2. Also nehmt ihr immer Song für Song auf, ja? Macht einen Song komplett fertig und dann geht's an den nächsten? Mal so, also wer auch gerade im Studio verfügbar ist, sage ich mal. Wir nehmen ja immer in den Prinzipalstudios auf, im Münsterland, müssen da von Berlin erstmal hingekarrt werden und dann ist mal mehr Mittelalterfraktion am Start, dann ist das Hauptaugenmerk natürlich auf Dudelsäcke und die Harfe und ansonsten ist die Rockband eher am Start und Micha ist eigentlich meistens da. Also wer am lautesten schreit, hat recht. Wer am lautesten schreit, kommt dran. Genau. Also du. Interessiert euch das überhaupt? Nee, ne? Ja, mega. Ihr habt ja schon einen kleinen Appetizer rausgehauen, nämlich Weck die Toten. Super Song. Eigentlich das nachgelieferte Titelstück zum gleichnamigen Album von Anno Dunemals, ne? Das war, glaube ich, 97 oder so, oder 98, also verdammt lang her. Und eigentlich ist dieser Song eine Hommage, auch ein kleiner Spaß an uns selbst. Ne, so kann man das ausdrücken. Und der ist einfach so entstanden, so aus der spaßguten Laune raus. Und wir sind sehr zufrieden damit. Ja, mega Ding, oder? Kennt ihr den Song? Heute Abend spielen wir den. Bei dem Song habt ihr so ein bisschen ja schon die Geschichte rekapituliert, ne? Eure eigene. Wird man da manchmal ein bisschen sentimental, wenn man die ganzen Sachen so, die ganzen Erinnerungen hat? Was heißt sentimental? Ich meine, wir sind jetzt fast 29 Jahre unterwegs. Dank auch dem Publikum, das muss man echt mal sagen, so, was uns wirklich jahrzehntelang die Treue gehalten hat, das meine ich wirklich aus dem Herzen raus. Und mehr kann man auch nicht verlangen, das ist einfach klasse. Und dann, wenn so ein Song entsteht und der Rückblick, ne, man weiß gar nicht mehr, man hat so viel gespielt, was alles so passiert ist im Laufe der Zeit. Ne. Aber manchmal so abends, wenn man so mit einem kleinen Fläschchen am Tisch sitzt, da kommen doch ein paar Erinnerungen hoch und dann entsteht sowas. Apropos kleine Fläschchen. Ich wollte gerade sagen, dann müssen wir jetzt durch. Ne? Wir haben auch noch ein Bier zum Runterspülen hinten dran. Specki, hinter dir ist ein Kühlschrank, wenn du da noch dich bedienen möchtest. Was hast du da drin noch mehr von dem Zeug? Auf euch. Bier. Prost. So, ja, Wohlsein. Das ist eklig, ey. Muss dazu sagen, wir haben es echt geschafft, dass Underberg uns sponsort. Ich meine, besser geht's doch nicht, oder? Ja, das kann man einfach mal erwähnen. Wir haben jetzt ein Sponsoring mit Underberg. Also wer Underberg braucht, wendet euch an uns.
Müsst ihr dafür den Unterberg-Song live spielen, vielleicht in der eigenen Version? Kennt ihr den noch? Komm auf den Unterberg. Wir werden nichts verraten. Wir werden nichts verraten. Aber sehr gute Idee. Wir haben mal überlegt, ne? Wir haben darüber gesprochen. Es gab da früher diese ganzen Werbespots mit den großartigen deutschen Schnapsliedern. Ne? Unterberg oder Kümmerling. Kümmerling. Das wäre doch mal ein Konzeptalbum vielleicht. Ja, wir haben noch eine bessere Idee. Es gab in Berlin, gab es früher eine Apotheke und die hat einen Schnaps hergestellt, der hieß Wolkenschieber. Wirklich wahr. Und ich kann nur so viel sagen, wir sind daran, an einem Song daran zu machen. Da hieß wirklich Wolkenschieber. Ihr macht gern mal was zum Trinken, ne? Textlich so, oder? Passt einfach saumäßig gut zu uns. Ja. Es matcht einfach perfekt auf das generelle Bandkonzept der Reisegruppe In Extremo aus Berlin. Möglichst gern gekühlte Getränke ohne Ende dabei zu haben. Nochmal kurz zu Weck die Toten. Da habt ihr auch ein cooles Video gemacht mit so einer Art Zeitkapselsprung mit Kindern. War das eure eigene Idee? Wie kam das? Was steckt so dahinter? Die Idee kam sogar von Specki. Ja, dann erzähl doch mal. Ich habe gerade nicht zugehört. Was ist los? Stell dich in die Ecke! Wie war die Frage nochmal? Es ging um die Kinder, die bei dem Video, wo du auch mit dabei warst, gespielt haben. Ja, mein großes Vorbild war ganz ehrlich die Haribo-Werbung, die ich so gut finde, wo die Erwachsenen einfach nur Kinderstimmen haben. Es ist so einfach, aber es ist so auf den Punkt und es ist so geil. Und ich meine, bei uns ist es ja auch so, Micha wird nächstes... Halt die Fresse. Ja, okay, alles klar. Mit 30, ne? Die kannst du ruhig sagen, ich habe da kein Problem mit. Überhaupt nicht. Micha wird nächstes Jahr 60. Ja. Nächstes Jahr. Und da kann ich noch was erwähnen. Ich hatte vor 2 Wochen 42-jähriges Bühnenjubiläum. Kein Gag. 42 Jahre. Na und viel gesehen, glaub mir das. Unser Bassist Kai ist schon 3-mal Opa. Ja, also muss man sich mal reinziehen irgendwie. Jetzt ist aber gut. Ja, nee, das heißt, das Leben geht weiter und die Zeit dreht sich ohne Ende. Und deswegen war es ganz gut, auch mal jüngeres Publikum mit reinzuholen. Und deswegen habe ich der Band vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir mal ein Video mit Kindern machen. Kinder, die praktisch uns als Musiker spielen. Und finde ich ganz witzig, war ganz pfiffig und hat ganz gut hingehauen. Spaß ohne Ende, absolut. Ich meine, es war natürlich alles schon mal da, ne? Aber wir haben es... trotzdem nochmal aufgegriffen und auf unsere Art und Weise gemacht. Ja. Auf eurer Weihnachtstour nächstes Jahr habt ihr dann auch einen ganz tollen Support dabei, nämlich Raubein. Logo. Den hatten wir letztens nämlich auch hier bei uns in der EMP Backstage Club Area. Wie kam denn der Kontakt zu dem zustande? Ihr seid ja mittlerweile fast schon befreundet, kann man sagen, also, oder? Also ich kann sagen, dass der Henry ein echt guter Freund von mir geworden ist. Wir treffen uns auch privat total oft und wir telefonieren sehr oft. Einfach Typen, die in die Welt passen, ehrliche Typen, und was sie machen, hat Hand und Fuß, und ich prophezeiere, dass es mal eine ganz große Band wird, und das wünsche ich denen von Herzen, absolut. Und wie die Freundschaft entstanden ist, kann ich gar nicht jetzt sagen. Irgendwie sind wir uns begegnet? Am Tisch ist sie entstanden. Am Tisch. Also soweit ich weiß, hat er mal bei euch Vorprogramm gespielt und danach wurde getrunken. Ich glaube, so war es, ja. Koblenz irgendwie oder sowas, ne? Es ist alles möglich, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls ist es ja auch schon 2 Jahre her und diese Freundschaft hat sich also mehr gefestigt denn je, muss ich ehrlich sagen. Der hat ja auch einen Song mit dir zusammen gemacht, nämlich Typen wie wir. Was seid ihr denn für Typen? Ja, hör dir den Song an. Typen wie wir sind bei Nacht nicht zu ertragen, sind nur am Tag nicht zu ertragen. Nur in der Nacht, so geht der Text eigentlich. Also autobiografisch, ja? Autobiografisch, ja. Ja, prima, dann sind wir sehr gespannt auf das nächste Album. Hoffentlich mit April klappt das, das wäre sehr schön. Also wir gehen davon aus, ne? Also auf alle Fälle im ersten Quartal, also Quartal, 3 Monate hat ein Quartal. Ne? Darum heißt Quartal. Also Krippel. Dann sage ich mal den ersten 6 Monaten auf alle Fälle. Ja. Alles klar. Gut, dann nachher um 23.25 Uhr auf der Mainstage In Extremo. Wir freuen uns, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.